Und herzlich willkommen zurück zum Spiel Secret Files der Tunguska. Ja, wir haben hier genau in der letzten Folge aufgehört. Ich weiß immer noch nicht genau, was das mit diesem Kassettenrekorder auf sich hat, also beziehungsweise mit der Kassette. Ich vermute, dass das irgendein Code sein wird, aber ich persönlich konnte ihn absolut nicht lösen. Wir hören noch mal kurz Am rein. Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist das denn? Eine Art Code? Papa, manchmal bist du echt ganz schön gaga. Obwohl jetzt, wo ich das gerade höre, könnte das natürlich eventuell auch ein Hinweis darauf sein, mit der Kanalisation, wo wir drin sind. Ich höre mir das noch mal kurz Am an. Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist das denn? Eine Art Code? Papa, Ein manchmal bist Viertel du der echt ganz Löcher. schön gaga. Ja, sie sagt ja auch eine Art Code. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es hier vielleicht mit zu tun haben könnte. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich wollte aber beim letzten Video schon die Buchschatulle versuchen aufzubrechen. Jetzt haben die gesagt, dass das ein kleiner Schlüssel sein wird. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Griff, ja, damit anscheinend nicht. Okay, das hätte mich jetzt auch gewundert, dass man das zweimal benutzen kann. Also ich kann es damit anscheinend auch nicht machen. Ich weiß nicht, das kann ich damit auch nicht benutzen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, das Aquarium vielleicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise missbrauchen. Aber es funktioniert halt auch alles nicht. Die Batterien gehe ich mal davon aus, dass ich die nicht ins Aquarium reinwerfen soll. Ja. Ja, also, vielleicht kann mir auch irgendjemand helfen. Vielleicht findet man auch irgendwo noch den Schlüssel. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also hier würde ich persönlich jetzt erstmal nichts finden. Ich würde jetzt nochmal rausgehen. Vielleicht kriegen wir das hin, wenn wir nochmal fahren, ob wir eventuell nochmal auf den einen Typen treffen. Der hat ja seine Hilfe angeboten. Genau, dann können wir zum Museum zurück. Wer ist das denn hier? Ein Die Mädchen sieht eher Kleine aus wie sieht ein Junge. irgendwie traurig aus. Ja, Hallo, bitte. Kleine. Was machst du denn hier so ganz allein? Hast du etwa hier geschlafen? Wer bist du? Ich heiße Nina. Und du? Oh, hallo, Nina. Ich bin Ah, Lisa. geschwärmt, was? Also, erzähl mal. Hast du hier wirklich übernachtet? Ja. Wieso denn? Hast du kein Zuhause? Doch, aber ich habe mich nicht getraut. Nach Hause zu gehen? Ja, ich werde bestimmt ganz furchtbar dollen Ärger kriegen. Mein Fahrrad ist kaputt und die Kamera vom Papa auch. Und deswegen hast du hier draußen in der Kälte übernachtet? Wie ist denn das passiert? Ich habe hier vor dem Museum gespielt und plötzlich, ich hatte Angst. Ich wusste nicht genau wieso, aber ich habe mich lieber mal im Gebüsch versteckt. Und dann kamen plötzlich so komische Männer in schwarzen Kostümen. Ich saß also in meinem Busch und plötzlich bekam ich noch viel mehr Angst. Ich wollte nur noch weg. Und dann habe ich aus Versehen auf die Kamera gedrückt. Es gab einen hellen Blitz und die Männer haben sich umgedreht. Sie haben mich angeschaut, aber... Aber was? Aber sie hatten keine Gesichter. Es war so schrecklich. Und dann bin ich einfach weggelaufen. Ich bin nur noch gelaufen, soweit ich konnte. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich meine Kamera verloren hatte. Und so musste ich wieder zurück. Die unheimlichen Männer waren zum Glück nicht mehr da. Die Kamera habe ich auch wiedergefunden, aber sie ging nicht mehr. Und da ja auch noch mein Fahrrad kaputt war, habe ich mich nicht mehr nach Hause getraut. Hilfst du mir? Oh je. Kommst du mit nach Hause? Oder kann ich bei dir wohnen? Nein, das besser nicht. Ich werde dir helfen, die Sachen wieder zu reparieren. Aber du musst mir auch versprechen, dann ganz schnell wieder nach Hause zu gehen. Deine Eltern machen sich bestimmt schon ganz große Sorgen. Na gut. Okay, also, das Fahrrad, da kümmern wir uns jetzt drum, aber eins lässt mich irgendwie nicht los. Ich habe das Gefühl, das ist die Synchronstimme von Sailor Moon.
Falls ihr auch der Meinung seid, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare rein. Das sind so Kleinigkeiten, die mir immer wieder auffallen. Also sie klingt nicht so hundertprozentig gleich, aber sie klingt doch sehr ähnlich, finde ich. Was ist denn mit deinem Fahrrad? Ich glaube, ich bin in so eine blöde Scherbe bei der Baustelle gefahren und nun habe ich einen Platten. Dabei ist das Rad ganz neu und meine Mutter hat extra gesagt, ich soll gut darauf aufpassen, weil wir haben nicht so viel Geld, weißt du? Und da können wir uns kein neues Fahrrad leisten. Keine Sorge. Wegen eines platten Reifens brauchst du nicht gleich ein neues Fahrrad kaufen. Ich kann mir das ja mal ansehen. Und deine Kamera auch. Würdest du das tun? Ach, du bist lieb. Aber kannst du das überhaupt? Klar, kein Problem. Gib schon her. Ich weiß nicht. Was, wenn du gar nicht so gut reparieren kannst? Mach erst einmal das Fahrrad wieder heil. Wenn du das geschafft hast, kriegst du auch die Kamera. Die war nämlich bestimmt ganz teuer. Und wenn du die noch kaputter machst? Ja, schon verstanden. Ich muss erstmal meine Fähigkeiten beweisen. Also gut, dann fangen wir mal mit dem Rad an. Dieses Foto ist meine einzige Hoffnung auf eine erste richtig heiße Spur. Also wird mir wohl nichts übrig bleiben, als erstmal den Reifen zu reparieren. Kein Thema, wir haben ja unheimlich viel Sachen dabei zum Reparieren. Zeig doch mal deine Kamera her. Erst mein Fahrrad reparieren. Du bist ganz schön hartnäckig. Ja, das sagt meine Mami auch immer. Recht hat sie. Bis später. Aber du kommst wieder, versprochen? Klar, mach dir keine Sorgen. Eigentlich wollte ich gar nicht weggehen, aber okay. Also, wir haben auf jeden Fall Kleber und doppelseitiges Tesafilm. Müssen wir uns erstmal angucken. Der Schlauch hat ein Loch. Ich werde mal den Schlauch ausbauen. Okay, macht sie schon mal automatisch, das ist gut. Dann können wir eventuell... Können wir nicht. Müssen wir direkt... Solange ich nichts habe, was ich als Flickzeug verwenden kann, sollte ich den Schlauch besser nicht zukleistern. Warum nicht? Ich meine, ne? Keine Ahnung, ob der Gummihandschuh als provisorisches Flickzeug funktionieren würde. Ihn einfach so in den Schlauch reinzustopfen, wird aber auf jeden Fall nicht reichen. Ey, du sollst das ja als Flickzeug benutzen. So ist es ja so, nicht. Jetzt habe ich den Handschuh mit Kleber eingestrichen. Hoffentlich trocknet das Zeug nicht so schnell. So, das... Ich sollte erstmal das Loch im Reifen finden. Oh, ist das euer Ernst? Das heißt, Moment, da ist Wasser drin. Das heißt, wir fahren am besten erstmal wieder zurück. Ja. Wir fahren am besten erstmal wieder zurück, weil wir hatten ja Wasser bei uns im Eimer. Das müsste doch eigentlich funktionieren. So werde ich das Loch im Schlauch wohl kaum finden können. Warum nicht? Ja, ins Aquarium kann ich es ja schlecht reinmachen, oder? Ich meine, man braucht ja schließlich Wasser, um zu gucken, wo das Loch ist. Aber wir können es auch gerne mit dem Aquarium mal probieren. Ich komme mit dem Schlauch nicht durch das Gitter. Ja, habe ich mir schon gedacht. Also was soll der Blödsinn, ne? Gut, dann fahren wir zurück. Ich hoffe, der Kleber wird jetzt wirklich nicht so schnell kleben. Das wäre jetzt nämlich doof. So, können die mir da drinnen vielleicht helfen? Das Museum ist geschlossen. Oh. Und Max meinte, er sei erst gegen Abend wieder da. Bis dahin werde ich mich wohl noch gedulden müssen. Ja, und wie findest du jetzt das Loch? Die drei goldenen Schritte zum Flicken eines Reifens. Loch finden, Stelle markieren, Flicken anbringen. Ja, und weiter? Kann ich das jetzt machen? Ich sollte erstmal das Loch im Reifen finden. Das sollst ich du ja schon... Ich habe den Handschuh mit dem Klebstoff eingeschmiert. Ja, soweit war ich auch schon. Ach so, oder soll ich den aufpumpen? Der Schlauch ist definitiv kaputt. Da kommt irgendwo Luft raus. Ich müsste nur rausfinden, wo. Genau das möchte ich ja herausfinden. Aber die ganzen einfachen Methoden, die jeder normale Mensch jetzt machen würde, macht sie irgendwie nicht. Ja. Statue. Fahrrad kann ich mir nochmal angucken. Das bringt mir alles nichts. Also ich würde normalerweise sagen, kann das Museum ist geschlossen. Ja, ich komme nicht rein. Ich habe ja schon verstanden. Radspeichergriff. Will die das jetzt mit Salz ausprobieren? Moment, hä? Die drei goldenen Schritte zum Flicken eines Rad. Ja, aber der sieht doch jetzt gar nicht mehr so komisch aus wie eben. Verstehe ich nicht. Salz, keine Ahnung. Also ich kenne es nur, dass man einen
Schlauch aufpumpt und ach so, weil ich den eben aufgepumpt hatte vielleicht. Ja, jetzt ist auch die Fahrradpumpe weg, ne? Ich sollte erst mal das Loch im Reifen finden. Ja, das versuche ich ja die ganze Zeit. Also fahren wir jetzt nochmal zurück und nehmen wir jetzt nochmal den Reifen und versuchen den. Jetzt Ich werde den funktioniert Schlauch das? mal ins Wasser halten und beobachten, wo Luftblasen aufsteigen. So, hab das Loch gefunden und die Stelle markiert. Okay, also erst den Reifen aufpumpen und Hoffentlich dann hält der ins Handschuh dem Wasser. Druck stand. Aber was Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Ja gut, Das dann Staufach im was? Sitz ist abgeschlossen. Du sollst dein Motorrad benutzen und nicht irgendwas abgeschlossen. Ach, Moment. Ah, wir haben doch den Schlüssel. Jetzt ist das Staufach offen. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Mein Handy und meine Sonnenbrille. Nehme ich beides besser mal mit, bevor sie mir noch geklaut werden. Okay. Das Ding hat allen möglichen Schnickschnack. Man kann damit auch wunderbar Orion Squad One spielen. Okay, Handy kann man jetzt so nicht. Dunkelblau und sehr cool. Naja, schwarz ist cooler. Aber egal, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück zu dem Mädchen. Und können wir ihr das geben? Lisa wird den Reifen kaum selbst einbauen können. Okay, ja, das dachte ich mir schon, aber ich habe gedacht, vielleicht sagt sie denn, ich habe das jetzt geschafft oder sowas. So, Mädel. Hallo, bin wieder da. Ich habe das Loch im Schlauch wieder geflickt. Echt? Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Naja, du siehst nicht so aus, als ob du sowas könntest. Na, vielen Dank. Ich bin Motorradmechanikerin. Na und? Trotzdem siehst du nicht so aus, als ob du Fahrräder reparieren könntest. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Und jetzt, wo ich mich als würdig erwiesen habe, kann ich ja gleich auch noch deine Kamera reparieren. Ja, das wäre super. Hier hast du sie. Klauen wir die Mädchen jetzt einfach mal die Kamera? Bis Die wirst du später. auch nie Aber du wieder kommst wieder, bekommen. versprochen? Klar, mach dir keine Sorgen. Die Natürlich. Digitalkamera macht keinen Mucks mehr. Wie ich die wieder hinkriegen soll, ist mir schleierhaft. Aber ich hoffe immer noch auf ein paar aussagekräftige Fotos. Okay, es ist eine Digitalkamera. Vielleicht können wir die ja mit dem PC verbinden. Ich weiß es ja nicht. Hier können wir erst wieder was machen, wenn es Abend ist, denke ich mal. Ja, dann müssen wir halt erstmal zum Schreibtisch. Ach so, aber dafür müssen wir dann den Code wiederum haben. Vom PC. Das ist natürlich doof. Sagt die wahrscheinlich jetzt auch. Oder sie sagt gar nichts. Weil ich hier nicht direkt mit dem PC verbinden kann oder wie? Das ist jetzt allerdings in der Tat kompliziert. Oh, ich sehe gerade, da ist ein Brief. Wieso kann ein Bleistift, den habe ich letztes Mal gar nicht Ein gesehen. Bleistift. Braun und auch ansonsten an Dramatik kaum zu überbieten. Okay. Nur ob der uns jetzt weiterhilft, das ist jetzt natürlich die Frage. Wir können jetzt mal den Bleistift mit der Buchschatulle probieren. Können wir nicht. Vielleicht. Aber ich denke mal nicht, dass das funktioniert. Vielleicht können wir den ja irgendwie mit Wasser benutzen. Auch nicht. Wir können jetzt auch kein komisches Gebilde hier irgendwie machen. Also den Bleistift kann ich anscheinend mit gar nichts benutzen, irgendwie. Steht da irgendwas drauf oder so? Ein Bleistift. Braun und auch ansonsten an Dramatik kaum zu überbieten.
Handy können wir auch mit nichts... Nun kann ich mir das Handy an die Backe kleben. Okay. Ist das jetzt vielleicht irgendwas für, wenn ich fahre oder so? So eine Art Freisprechanlage? Oder so eine selbstgebastelte Lampe für unter Tage oder sowas kann es natürlich auch sein. Also damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Die Kamera werden wir wohl auch mit nichts wirklich verbinden können. Oder? Wer sagt's denn? Funktioniert doch. Die Batterien waren einfach nur leer. Jetzt bin ich mal gespannt, was auf den Bildern zu sehen ist. Alles Bilder von der kleinen Lisa. Aber hier, zwei kleine Gestalten in schwarzen Roben. Leider sind die Gesichter darauf nicht zu erkennen. Dann könnte Eddie doch recht gehabt haben. Vielleicht sollte ich mich nochmal mit ihm unterhalten. Ja, da wäre ich auch für. Okay. Warum der mir das jetzt angezeigt hat, verstehe ich nicht, weil ich habe es ja eben nicht drin gehabt. Okay, also die Sache mit den Batterien und der Kamera haben wir jetzt auch. Aber wie... Ach so, Moment. Kann man vielleicht den Eddie anrufen? Nee, kann ich jetzt nur noch benutzen. Okay, dann gehe ich nochmal. Aber es ist immer noch nicht dunkel, das ist das Problem. Das Museum ist geschlossen. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich ihr jetzt schon die Kamera geben soll und kann. Hier, ich habe deine Kamera repariert. Wirklich? Super. Du hast es tatsächlich geschafft. Du bist ein Schatz. Dankeschön. Gern geschehen. Hier, dafür bekommst du auch meinen Glücksbringer. Oh Gott. Es ist ein kleiner Magnet in Form eines Hamsters. Ah! Bei uns hängt er immer an der Mikrowelle. Aber jetzt sollst du ihn haben. Oh, vielen Dank. Jetzt aber schnell nach Hause. Deine Eltern werden sicher schon ganz krank sein vor Sorge. Ich kann das derzeit leider viel zu gut nachvollziehen. Ein Magnet. Mit dem könnte ich die Schlüssel rausholen. Die Frage ist jetzt nur, der ist wahrscheinlich nicht so kräftig, dass ich den Magneten alleine benutzen kann. Oder vielleicht doch? Es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Kann man hier noch irgendwas machen? Nee. Wenn wir nochmal zurückfahren würden. Und mal einfach probieren, ob wir den Magneten hier benutzen können. Ich werde mal versuchen, mit dem Magneten den Schlüssel an der Scheibe hochzuziehen. Ah. Hab ihn. Perfekt. Ein kleiner goldener Schlüssel. Kleiner goldener Schlüssel, das ist noch perfekter. Der müsste dann ja theoretisch hier reinpassen. Das Adressbuch meines Vaters. Das könnte mir weiterhelfen. Und dazu noch ein kleiner Zettel an einem Bändchen. Okay. Auf dem Zettel steht eine Nummer. LA60 AK19 AL. Darunter ist eine Beschreibung von einem Diadem, das wohl vor knapp 200 Jahren einer orientalischen Prinzessin geraubt wurde. Ursprünglich waren drei der größten Edelsteine der Welt in dieses Diadem eingearbeitet. Links ein Smaragd, rechts ein Rubin und in der Mitte ein Amethyst. Auf der Rückseite hat mein Vater handschriftlich noch etwas vermerkt. Das Diadem wird die wahre Prinzessin erleuchten und sie wird feststellen, dass Geld nicht der größte Schatz ist. Okay. Das Adressbuch meines Vaters. Viele Einträge, aber ich kann nichts finden, was mir momentan weiterhilft. Auch kein Code. Das kann man auch nirgendwo mit benutzen. Es sind ja schon seltsame Sachen dabei rumgekommen eben. Ja. Dann würde ich erstmal sagen, dass wir hier, glaube ich, einen kleinen Cut machen. Weil wir gehen nämlich schon wieder auf die 20 Minuten zu. Und da ich jetzt nichts Gravierendes jetzt so auf... Moment, Zettel. Ach so, das ist der Zettel. Da ich jetzt nichts Gravierendes hier auf die Schnelle finden kann, wodurch es jetzt weitergeht, würde ich sagen,
dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Und ja, ich noch so ein bisschen Rätsel rate, wofür das jetzt alles gut sein könnte. Ich gehe noch mal nach draußen, denke ich mal. Weil die Sache mit dem Kanal muss ja auch noch irgendwas auf sich haben. Vielleicht könnte ich auch... Ich gehe mal nach draußen, aber ich denke mal, da wird sich jetzt nichts ändern. Das wird wohl nicht Abend werden. Nee, es ist immer noch hell. Also vielleicht könnte ich dann auch entsprechend... ja, mit dem einen Typen noch mal sprechen. Das ist jetzt so die große Frage. Ich hätte wahrscheinlich auch hier einfach den Schlauch von abnehmen können oder so und der das dann geben können, anstatt das zu flicken. Das wäre vielleicht die einfache Variante gewesen, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert hätte. Ja, wie gesagt, also wir gehen schon wieder auf, beziehungsweise mittlerweile über die 20 Minuten. Und ich habe noch nicht so ganz wirklich einen Plan, was ich jetzt hier machen kann. Aber das werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge herausfinden, wie es jetzt hier weitergeht. Und ja, ich stehe jetzt gerade wirklich ein bisschen wie die Axt vom Baum. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.